Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wir sind hier in der Schlacht um Gilneas, ein sehr schönes BG. Arati für Kleine, oder ja, man könnte jetzt sagen Arati für Arme, aber das finde ich etwas abwertend, weil es ist ein schönes BG, macht Spaß. Ist halt, ne, mit drei Stützpunkten ist natürlich dann viel, viel einfacher als mit fünf. Allerdings geht das hier auch schneller, ne? Also was der Wechsel betrifft. Man tappt ja normalerweise zwei Stützpunkte und hält die. Und dadurch gewinnt man das Spiel natürlich. Marathi sind es halt drei, allerdings kann man das dann da ganz schnell machen, wenn man da ganz schnell mal vier hat. Das ratzfatz. Und hier ist es halt mit dreien erst. Und mit zweien geht das nicht so schnell. Und drei zu halten ist dann schon wieder etwas schwieriger. Gut, okay. Was hat sich geändert zuletzt mal? Gar nichts. Das Mock-Set ist aber noch das gleiche. Die Talent-Specs sind auch noch das gleiche. Die Ausrichtung auf Mastery ist das gleiche. String-Good. Ich hatte ja gesagt, ich überlege mit Empowered Seals das zu machen. Bin aber gerade am Überlegen, ob ich das vielleicht verschiebe. Weil mir hat das doch richtig... Ich lasse das auch. Mir hat das doch ziemlich Spaß gemacht. Es ist ja vom Spielen her ist es das gleiche, wie ich meistens mache. Was mir auch Spaß macht. Es ist halt auch einfacher. Ja, wie beschreibe ich das jetzt? Mit dieser vielen Mastery, es ist halt schon. Ja. Ich überlege auch, das vielleicht wieder auszutauschen. Ja, komm, ich mach die Seligkeitsinsigne rein. Weiß nicht. Damage her. Ja gut, ich habe 20% Solo-Crit. Ah, komm. Da ist doch die Crit-Insignie wieder drin. So extrem viel bringt mir die Vielseitigkeits-Insignie auch nicht. Kommen alle mit? Ja. Ah, einer fehlt, super. Aber besser das als nichts, ne? Auf der anderen Seite können wir Berserker nehmen. Da ist der Monk. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier fehlen Leute. Oh ja, geil. Mars Grips done. Ist gefailed. Jetzt kriegst du ihn aber ab den Stun. Wirst definitiv sterben, mein Freund. Da bringt dir deine Bubble nichts. Also ich werde dich runterzimmern. Sie raus, inline. Falsches Siegel sehe ich gerade. Bäh. Nein! Der muss sterben! Das ist ein Heiler, Leute! Kriegst einen Stun, aber. Oh Gott. Ich will einfach nicht sterben. Nein, ich kann es verstehen, ich würde auch nicht sterben wollen. Jetzt aber inline. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack. Kann ich nicht inline? Kann ich töten dafür. Das ist die andere Alternative. Da ist der Brett. Bubble. Den Hunters. Dann. Und da. Den können wir von der Seite umhauen. Boah, wie sie auseinandergedrückt wurden. Wahrscheinlich schon mal Mine verloren. Nein, haben wir noch nicht verloren. Oder hat aber Trouble. Hat Probleme. Bubble noch. Das. Oh, Bubble weg. Scheiße, dann ist ein Priester. Fuck. Die gehen jetzt alle weg? Nein, gehen sie nicht. Mist, jetzt haben sie doch noch getappt. Gut, Retap. Was haben wir alles da? Wo ist der Monk? Monk Heal, da ist er. Ist inline. Ist Bob raus aus dem Physician Stun. Übrigens auch schon wieder das falsche Siegel. Ah, ist dann. Ich wundere mich, dass die abhauen können. Ah, schon wieder Leg Sweep. Oh, den Feral. Nee, doch nicht. Dann doch lieber den Monk wieder. Den hauen wir raus. Das geht. Jetzt kriegst du nochmal einen Stun. Alter Schwede, fall doch mal um. Nein, jetzt bin ich im Stun, geh mal raus. Ich kann nicht kicken. Jetzt aber. Ha!
voll erwischt. Oh, ey, wie der schon wieder durch die Gegend fliegt. Leck mich, ich muss die Leute hier ziehen. Okay, jetzt ist Feierabend hier. Ich auf den Red. Oh, scheiß Monk. Ey, schon wieder Leg Sweep. Sag mal, zack, ich gefühlt nur 5 Sekunden CD. Jetzt kriegst du einen Stun, du Penis. Und jetzt kriegst du hier wieder die Flügel ab. Oh, der auch. Oh, dann gehen wir auf den Red. Wo ist... Du kriegst den nicht ins Target. Hallo, Target. Füllt mir den halt. Fu, fu. Boah, 2. Oh, danke. Ey, dieser Monk ist zum Kotzen. Drop mal ein bisschen. Ich kann ihn nicht töten. Ich würde jetzt wieder sterben. Oder? Ja. Ey, die drücken da unglaublich auf einen einzigen. Jeden Fall gerade auf mich. Ja, geht auf die Heiler. Das kapieren die alle nicht. Das ist echt nicht normal. Aber das Lustige ist, wahrscheinlich hat der Priest. Ja, unglaublich. Wenn das ist wieder was typisch. Würden alle DDs auf einen Heiler gehen. Aber da geht. Ja, schön. Jetzt verlieren wir das wahrscheinlich. Wir haben nur Wasserwerke. Ich guck mal, ob ich weiterkomme. Den können wir mal aufhalten. Kriegst du einen Stun. Ich heile mal. Wenn ich weiterkomme, aber nicht kaputt. Warum? Wieso kriegt der so ins Gesicht? Von einem Shadow? Schon übel. Oh, die K geben mich auf die Eier. Keiner mag dich, keiner will dich, keiner braucht dich. Boah. Ja, da kommt man halt nicht weit, ne? Boah. Ah, Leute. Gut, da kann man halt nichts machen, ne? Das war der Freundesliste. Der Account ist gestern ausgelaufen. Doch, ich glaube, gestern ist er ausgelaufen, jetzt hat er doch verlängert. Es hat sich einen Monat gekauft. Ja, wahrscheinlich eine Marke gekauft, keine Ahnung. Also er hat nochmal verlängert. Ja, doch eine ganze Einzelhorn, stimmt. Und wir haben jetzt wieder zurückerobert. Ja gut, also wenn die nicht in der Lage sind, Heiler zu töten, vor allem, oder einen zu töten, anderen zu CC'en, dann ist das Spiel wahrscheinlich, naja, was heißt, kämpft nicht in der Wildnis, die farmen uns da vorne. Das ist immer so einfach gesagt, weil die kommen jetzt darüber. Dass man durchkommt und tappt. Das ist aber ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, jetzt kommt da der Rest nämlich. Ha! Sprott Bully! Und der Decay. Ja, fu. Fu, Alter. Fu, fu. Komm, grip mich, grip mich, grip mich. Ich warte nur drauf. Just wait. So nicht, Leute. Ich lauf mal schön weiter. Das ist echt. Das ist halt wieder so eine Sache, die ist zum Kotzen. Wenn die Leute echt nicht in der Lage sind, mal gescheit zu spielen. Weil. Das ist ein reines Abgefahren jetzt da vorne. Leuchtturm, dann gehen wir auch mal Leuchtturm. Was ist denn das? Toll. Krieger an der Backe. Aber schnell umgehauen. Ah, Marksman. Ja. Gleich umhauen. Können wir die töten? Wäre ganz praktisch. Taste Inline. Jetzt ist er da.
ich echt gerade überlegen hier, dass man nichts Falsches macht. Scheiße. Halle kriegt erstmal dann. Neue Hunter, genau, du stirbst. Halle geht mich auf den Sack, der nervt wirklich. Meint, soll man nicht unterschätzen, Prop-Halli. Aber letztendlich geht er nur auf die Nerven. Leck mich. Jetzt hat er Inline. Irgendwo. Stirbt er. Heilen. Boah, fuck. Ich hab nichts mehr. Das werde ich nicht überleben. Ja, sag ich, kein Wunder. Das wird ohne Bubble schwierig, wenn die da hier. Damage 10, der Typ kann doch nichts. Der ist die ganze Zeit nur im Zirkel und kriegt Heal, ey. Das ärgert mich, weißt du, muss sich riesig anstrengen und die kommen einfach in den Zerg rein. Naja, gut. 10 und 14 Millionen. Dann nicht. Okay, wir haben keinen Heiler. Ja, dann wird es sowieso schwierig. Geil. Und haben wir offiziell keinen Heiler? Doch, der Shami ist ein Heiler. Wir haben einen Schamanenheiler, aber halt weniger als ich. Schön. Kredit-Signe drin? Ja, hab ich. That's not good. Ja, schön, jetzt haben wir das wieder verloren. Aber wir haben deutlich aufgeholt. Wir haben nur noch etwas 110, 115 Punkte Rückstand. Wollen wir wenigstens das jetzt tappen? Eigentlich könnte man's. Aber wie keiner da. Versuchen wir das mal zu tappen. Vielleicht merkt es ja keiner. Das wurde im Chat erkannt. Halte ihn bitte weg. Danke. Dann drüber. Genau, alles drauf. Ah, hier. Okay, irgendwie ist hier wieder alles tot. Kaltruine geht noch. Ja, ja. Terret auch. Na gut, okay, ne? Mit 3 Millionen Leuten hinten dran ist das ja nicht das Problem. Kriegst erstmal einen Stun, damit du mich nicht umhaust. Heilen. Ja, nicht weglaufen, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Ich kann ihn nicht mehr laufen. Kann ich dir nicht geben. Das war der letzte Heal vorher, fürs erste. Mal nachbuffen. Dann wird es retapped. Fuck you, Priest. Na klar, stunt mich. Richtig so. 4? Oh, wie geil. Ach, jetzt kommt der Pharaoh. Ey, fickt euch, Leute. Oh, Leute, das ist doch zum Kotzen. Ja, komm. Ja, kann man nichts machen. Das Spiel war... eigentlich ist es noch nicht verloren. Es ist halt jetzt ein reines Gefarme. Es wäre zu geil, wenn die das doch verlieren. Die sind kaum vor uns. Ah, wo ist der Feral? Wo ist der Feral? Hä? Ach, da ist er doch. Oh. Oh, jetzt kommen die schon wieder alle. Na gut, da kann man nichts machen. Ach, Leute. Es ist eigentlich, es ist schlimm. Auf alle Seiten gibt es das auch. So ist es nicht, aber es ist halt grundsätzlich, man merkt einfach, es ist kollektives Versagen. Ich meine, ich kann auch nicht mehr als auf die Leute gehen, aber ein Krempel raushauen. Oh, LT wieder. Geben wir erst. Ach, der da unten. Nee. Ist ja egal. Und dann gucken. Das ist auch wieder geil. WW hält mir die ganze Zeit. Ja, gut, jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder ran. Wenn wir das jetzt eingenommen haben. Okay, machen wir mal.
Ja, jetzt gehen hier. Warum gehen die jetzt hier wieder weg? Das sind doch welche Wasserwerke. Das ist jetzt wieder was. Das ist total. Das ist total unlogisch. Wasserwerke sind. Ist da Ink? Ich sehe es gar nicht. Okay, da ist Ink. Ja, dann okay. Dann nehme ich alles zurück. Ich dachte nämlich eben schon. Die Mine. Seht ihr? Auch was mich persönlich ankotzt, als der 1 zu 7. Das hatte ich wirklich noch nicht. Also, seit 10 Jahren nicht mehr, gefühlt, keine Ahnung. Also, Ewigkeit. Es tut natürlich irgendwo in der Seele weh. Vor allem, wenn dann einfach... Ja, das ist immer so eine Sache, wenn man so... Wenn man auf der gegnerischen Seite Spezialisierung, die gleiche... Also, Gegner hat, die gleiche Spezialisierung haben, in dem Fall Retri. Und, also, ich weiß nicht, wie ihr das macht oder wie andere das machen. Man vergleicht sich immer so ein bisschen. Hm, wie gut sind die und so weiter. Ne? Es ist ja eigentlich scheißegal. Wichtig ist, ob man das Spiel gewinnt oder nicht. Aber es ist doch irgendwo immer so ein bisschen eine Ego-Sache. Und man so ein ja, es gibt ungeschriebene Regeln und nicht, es ist einfach so ein ungeschriebener Wettbewerb. Das passiert dann einfach. Also es ist jetzt, also oft, es sind ja nur Zahlen, die nichts aussagen. Wenn ich da jetzt getappt habe, wenn ich einen Tap richtig durchgebracht habe, steht das ja nirgendwo. Steht zwar hier, wie oft ich mal einen Stützpunkt angegriffen hat, aber das sagt ja nicht, wie entscheidend er war. Da steht ja auch nicht dabei, wie viele Punkte mein Tap gebracht hat. Das steht, hier steht auch nirgendwo, wie oft ich, wie groß die Beteiligung bei dem oder dem Kampf war, wie viele Leuten ich den Popo gerettet habe und keine Ahnung. So steht ja nirgendwo. Nirgendwo. Nirgendwo gibt es hier gar nicht. Hat sich so angehört. Es steht ja nirgendwo. Aber trotzdem macht man es halt einfach. Einfach um irgendeinen gewissen Vergleich zu anderen zu ziehen. Das hat, glaube ich, nicht mal irgendwas mit dem sogenannten E-Penis zu tun und so Geschichten, sondern einfach so ein Vergleich, wie steht man mit wie schlägt man sich gegen andere? Und ja, da man halt nicht so viel Vergleichswerte hat, nimmt man halt das hier. Es ist ja nicht so, dass man die Sichtweise des anderen jetzt hat. Dazu müssten jetzt die beiden Video machen und dann gucke ich mir das an und dann mache ich ein Video, die gucken sich das an, dann könnten wir es vergleichen, aber macht ja keiner. Ist ja auch in Ordnung. Es ist halt einfach nur, ja, es ärgert mich einfach im Moment so ein bisschen. Das ist halt jetzt mehr so eine Ego-Sache, aber das kennt ja jeder. Es ärgert mich so ein bisschen. Ich spiele hier ohne Heiler, muss gucken, dass ich zurechtkomme mit den Leuten, die da sind. Die müssen gucken, dass sie mit mir zurechtkommen. Und man hat von, also wenn man jetzt rein den Zerg betrachtet oder die Situation, was weiß ich, 3 gegen 3 ist mal im Nachteil, weil die einfach in der Hinsicht da stärker sind. Aber wenn man überlegt, ja okay, jetzt haben sie wieder 2 Stützpunkte. Es ist nicht so, dass die uns überrennen im Sinne von, sie haben 3 Stützpunkte und gewinnen dafür 2 Minuten. Nein, wir wehren uns. Wobei ich jetzt glaube, das Spiel ist vorbei. Ja, Wasserwerke haben sie nämlich auch. Das habe ich gar nicht mitbekommen vor lauter Quatschen. Und ja, ich könnte ja weggehen. Gurke. Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. Nee, da sind 3 Leute oder so. Da brauche ich nirgendwo hin. Da quatsche ich jetzt echt lieber ein bisschen. Weil da jetzt irgendwo hingehen und sinnlos, also das ist jetzt wirklich sinnlos zu sagen, meines Erachtens, die kriegen das da vorne eh nicht gebacken. Apropos backen, ich werde gleich einen Kuchen backen. Oder nachher. Ich werde nachher einen Kuchen backen. Jetzt habe ich gerade noch keine Lust. Nee, es wird jemand, eine Person, die scheidet aus einer Firma aus und da wurde ich schon gebeten, ein Küchlein zu backen. Ja, gut. Ego-mäßig ist das wirklich gerade kacke. Aber gut, ich meine, wenn man schaut, die haben 2 Heiler. Und diese beiden Heiler haben 30, 40, 44, die haben fast 45 Millionen geheilt. Wobei der Priester wahrscheinlich 80% seiner Heilung auf den Monk gemacht hat. Und der Monk wahrscheinlich 190% sich selbst geheilt. Also die beiden haben wahrscheinlich nur sich geheilt. Also untereinander irgendwie. Und der Rest reden wir nicht von. Okay, gut. Das ist rein man vergleicht sich halt immer so. Affentheater, ja genau, so ungefähr. Aber für ein Affentheater hat man sich gut gewehrt, ne? Wir haben 1162 Punkte gemacht. Dafür haben wir die doch schon ziemlich lange geärgert. Beziehungsweise die waren vielleicht einfach nur zu blöd, ne? Ist halt immer eine Frage der Sichtweise. Gut, war halt heute mal ein bisschen mehr Gequatsche, weniger tun. Zumindest am Ende.
Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare auf Twitter oder Facebook. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!